Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zum heutigen, jetzigen JFD Live Trading TV. Wir haben schon angekündigt vor ca. 15 Minuten, dass wir hier das Brent Crude Oil nochmal in den Fokus nehmen, nachdem wir das gestern bereits auf dem JFD Desk gecovert hatten. Und Sie sehen hier diesen Stundenchart vom gestrigen Tag zu dem Währungspaar und hier der unveränderte, ja, Tendenzpfeil und aktuell nahezu akkurat im Fahrplan das Öl, wie wir hier sehen. Die Stabilisierung um Schrägstrich über 48,50 glückte und wir sahen dann im ersten Gang tatsächlich einen Erholungsimpuls und der hat sich dann hier praktisch in den Morgenstunden wieder leicht konsolidiert und jetzt sehen wir hier gerade aktuell, und das ist die aktuelle Handelsstunde, die 11 Uhr Kerze, wir ziehen hier gerade über diesen kurzfristigen Abwärtstrend hinaus. Das sieht absolut spannend aus. Die Situation, die, dass wenn wir jetzt hier per Stundenschlusspreis drüber schließen sollten, insbesondere hier das Level um 49,70 noch überwinden, 49,65 speziell, dann haben wir hier tatsächlich heute noch das technische Potenzial weiterer Zugewinne beim Öl zu sehen, die hier zunächst an die Vortageshochs bzw. Vorwochenhochs ranreichen. Das wären hier Niveaus um 50,30 Dollar. In jedem Falle erreichbar und wir sehen hier dieser Druckaufbau, den wir gestern schon beschrieben haben, der entlädt sich jetzt hier aktuell. Und wir sehen hier sehr schön, wie der Markt tatsächlich hier nochmal vor einem Ausbruch jetzt hier in dieser Aufwärtstrendlinie zurücksetzte und die Situation eben die, wenn es Öl jetzt tatsächlich schafft, hier per Stundenschlusspreis rauszuziehen, also diese blaue Kerze, wir machen das Bild mal groß, diese blaue bullische Kerze jetzt hier zu bestätigen, dann ist der Markt in jedem Falle reif dafür, dass wir in den nächsten Stunden hier weitere hoch sehen und das sieht eigentlich dann ganz gut aus für den Wochenabschluss beim Brent Crude. Wie gesagt, schön eingefangen gestern, hier jetzt die Chance tatsächlich für weitere Zugewinne. Der Tageschart sieht natürlich hier weiter, ja, man kann es ja schon sagen, sträflich aus. Also da sehen wir weiterhin eine, ja, große Belastung und hier jegliche Impulse, die hier fehlen. Also wir kriechen hier mit dem Preis rein technisch gesehen irgendwo hier auf tiefem Niveau. Es lässt sich erahnen, dass es jetzt hier eine kleine Bodenbildung geben könnte, die im Zuge des heutigen Ausbruchs auf Stundenbasis eventuell dafür spricht oder praktisch den Markt auch da weiter anheizt, hier neue Bewegungshochs zu machen. Ob sich der nächsten Tage, wenn es denn tatsächlich gelingt, dass wir signifikant nach oben rausziehen, hätte Öl hier technisches Potenzial. Das sehen Sie hier am Tageschart sehr schön. Bis, war das ein bisschen größer, das Bild. Bis hier in diese Zone um 50, 30, 50, 35. Da haben wir einfach hier eine gewisse Zone, eine gewisse Stauzone, die sich hier aufgebaut hat und die hier durchaus dem Zweck dienen kann, dass der Markt sich eben hier das als erstes Ziellevel vors Visier nimmt. Also hier oben definitiv ganz interessant, wenn der Stundenschluss jetzt hier manifestiert wird, der aktuelle Ausbruch, dann sieht das hier ganz gut aus, dass wir dieses Widerstandslevel in einem ersten Move, in einem weiteren Aufwärtsmove sozusagen touchieren. Auf der Unterseite natürlich, da gehen wir nochmal kurz auf den Stundenchart zurück, wenn der Preis natürlich jetzt hier wieder einknickt. Ja, wir sehen auch hier diese Kerzen der Vortage. Wir sehen hier große Dochte auf der Oberseite, beziehungsweise Lunden, Schattenwürfe, wie Sie es auch immer nennen. Letztlich wurde der Intraday, die Intraday-Kerze, das Hoch der Intraday-Kerze ausverkauft wieder und wir schlossen nahezu am Eröffnungspreis der jeweiligen Stundenperiode. Und wenn das natürlich jetzt hier auch passiert, sprich der Preis, der knickt hier wieder unter 49,40 ein, dann ist eine gewisse Vorsicht angesagt. Das heißt nicht, dass das Setup zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt vielmehr, dass es dann hier nochmals einen Rücksetzer an dieser Aufwärtstrendlinie geben könnte und der Markt sich sozusagen ein bisschen Zeit lässt. Aber hier im Sinne der Zugkeilung des Preises wird der Druck mehr und mehr aufgebaut und der muss sich irgendwann entladen und entweder eben nach oben, wie es sich aktuell andeutet, oder das wäre Worst Case, wenn wir jetzt hier auf Stundenbasis unter das Tief hier der 7-Uhr-Kerze fallen, das war 48,74, dann hätte man hier sicherlich schlechte Karten auf der Long-Seite und dann wäre es wohl eher so, dass wir das Ganze Dreieck, die ganze Symmetrie, die wir hier sehen, nach unten auflösen. Durchaus möglich. Gut, liebe Zuschauer, dann will ich es an dieser Stelle auch belassen. Sie sehen hier wieder zum Abschluss den Risiko- und Haftungsausschluss. Ganz klar, wie immer dargestellt, Analysen, Kommentare sind hier keine Anlageinformationen, sondern reine Marketinginformationen. Ich hoffe, Sie haben es genossen, die gestrige Analyse und auch den heutigen Ausbruch. Wenn er sich denn manifestiert, ist das eine ganz tolle Geschichte. Nachher schalten wir uns nochmal ein in den Markt. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle erst nochmal eine schöne Mittagszeit und wenn Sie mögen, schalten Sie doch später nochmal an. In diesem Sinne, bis später. Tschüss, Ihr Christian Kemmer.